Als alle auseinandergingen, ließ Leonardo Giovanni nicht wieder auf sein Zimmer. Er half ihm, sich ein Lager in der Nähe des Kamins zu bereiten, suchte eine kleine Buntstiftzeichnung hervor und reichte sie dem Schüler. Das auf der Zeichnung dargestellte Bild eines Jünglings kam Giovanni so bekannt vor, dass er es anfänglich für ein Porträt hielt. Es schien ein Jugendbildnis des Vaters Savonarola zu sein, ähnelte aber auch dem 16-jährigen Sohne des reichen, allgemein gehassten Mailänder Wucherers, des alten Juden Barucco, einem kränklichen, schwärmerischen Jünglinge, der in die Geheimnisse der Kabbala eingeweiht war und bei seinen Lehrern, den Rabbinern, als eine zukünftige Leuchte der Synagoge galt. Als aber Boltraffio diesen jüdischen Knaben mit den dichten, rötlichen Haaren, der niedrigen Stirn, den dicken Lippen genauer betrachtete, erkannte er in ihm Christus, aber nicht wie er auf Heiligenbildern dargestellt wird. Es war ihm, als ob er ihn selbst so gesehen, ihn wiederum vergessen hätte und als ob er jetzt plötzlich in seiner Erinnerung wieder auftauchte. Sein einer Blume auf einem zu schwachen Stiele gleichender gebeugter Kopf, seine kindlich unschuldigen, niedergeschlagenen Augen ließen jene letzten Stunden auf dem Ölberge vorausahnen. Jene Stunden, in denen er voller Schrecken und Gram zu seinen Jüngern die Worte sprach: »Meine Seele ist betrübt bis in den Tod«, wo er ein wenig weiterging, auf die Erde niederfiel und betete: »Aber, mein Vater, ist es möglich, so lasse diesen Kelch an mir vorübergehen, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe.« In der Anfechtung betete Christus so inbrünstig, dass ihm der Schweiß wie Blutstropfen zur Erde fiel.